Scheiße, was war das? Da ist nichts mehr. Das wird sicher lustig.
komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Wer? Komm schon her, du Wichser! Scheiße! Nein! Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Bin nur auf der Durchreise. In Ordnung. Aber der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder? Und diese Raider wollen uns tot sehen. Dich auch. Nein, das ist es nicht. Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei Ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus, aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Tut mir leid. Klingt hart. Danke. Verdammt. Es ist schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Leicht. Die Raider sind der Gegenbeweis. Nee. Aber wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück! Du bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Thank you.
Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache: ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrerer Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaveral von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept... Keine Haarklammern.
Bin durch. Nicht da. Wird sicher lustig.
Luft ist wieder rein. Jetzt geht's los. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sie... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du wärst auf der Durchreise. Vielleicht lässt dich das hier nochmal nachdenken. Es ist nicht viel, aber mehr haben wir nicht. Und du hast es dir verdient. Ich nehme, was ich kriegen kann. So spricht ein wahrer Söldner. Wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst, besuch uns doch in Sanctuary. Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Mein Schicksal? Was meinst du damit?
Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Wir müssen weiter. Und unser neuer Freund hier. Das auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als wartet, das hier kann es wohl kaum... Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Aufgepasst. Warte da. Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Die Hilfe, die du benötigst, befindet sich in Diamond City, mein Kind. Hey. Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dich zusammen. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Keine Sorge. Ich bring diese Leute nach Sanctuary. Thank you.
abgeschlossen.
Hm.